Ja, ich gebe euch recht, die Klicker nerven extrem hart. Das war der erste Streich. Boah, krass, wie die einfach im Weg. Teilweise ist so ein zweites etwas. Hier sind hinter der Wand. Okay. Eigentlich wäre es sinnig, erst dieses etwas da drüben platt zu machen. Aber eigentlich ist es, glaube ich, fast egal. Aber ich sehe nicht, in welche Richtung. Ah, nach links, okay. Ja, der ist ein bisschen nah dran. Da ist der Klicker. Okay. Ja, theoretisch hat man natürlich auch die Möglichkeit und kann die einfach alle umgehen. Aber ich töte die lieber alle. Erstens gibt das Ressourcen. Und zum anderen, wenn man doch entdeckt werden sollte. Also wenn es jetzt schief gegangen wäre, dann wäre die Diener schuld gewesen, weil die nämlich auf einmal wieder in meinem Weg mir stand. Auch wenn der Satz wohl komisch ist. Aber sie ist in meinen Weg reingelaufen quasi und dadurch war ich kurz blockiert und kam nicht an den Klicker ran. Ja, wollte ich nur noch mal so am Rande erwähnt haben. Ne, lass erstmal. Weil das wird laut, logischerweise. Und da hätte ich gern die alle erstmal erledigt. So, du bist hier rechts, ne? Ja, hier links war nichts mehr. Außer wie gesagt, jemand steht einfach ruhig an einer derselben Stelle, dann sehe ich es nicht. Was haltet ihr eigentlich davon, von diesem Lauschen? Findet ihr das gut? Oder findet ihr, dass das Spiel so ein bisschen zu einfach macht? Ich weiß gar nicht mehr, wie das auf den höheren Schwierigkeitsgraden war. Ich denke mal, auf Erbarmungslos gibt es das, glaube ich, gar nicht, kann ich mir vorstellen. Und auf den da drunter ist es wahrscheinlich so ein bisschen abgeschwächt. Okay, ist nur noch der eine, glaube ich. Gut, hier haben wir alles.
Okay. Gut, mit dem können wir fertig werden. Es ist ja auch so, ihr habt es ja schon erlebt, wenn ich entdeckt wurde. Es ist ja nicht schlimm, wenn man dann stirbt. Ich rede gleich weiter. Es ist ja wie gesagt nicht schlimm, wenn man stirbt, und weil der Checkpoint ist ja meistens so 10 Sekunden vorher. Ich glaube schon. Suchen wir das Benzin. Ja. Aber trotzdem will ich eine Regel schon versuchen. Bestimmt cool. Du setzt dich hin, siehst dir Beweise an, versuchst rauszufinden, ob einer lügt. Gib mir nur 5 Minuten und mein Messer. Ich sag dir, ob jemand lügt oder nicht. Ja, man will ja trotzdem das irgendwie auch so schaffen. Wenn man entdeckt wird, dann muss man halt mit den Konsequenzen leben, muss sich halt im Kampf stellen. Entweder halt fliehen, was ich ja schon ein paar Mal gemacht habe, auch gegen die Klicker zuletzt. Bei der Synagoge. Ja, oder mit der Hilf Abby, mir wo ich mal. dann, Komme. wo ich die drei Runner dann mit den Fäusten platt gemacht habe. Weil immer neu laden ist halt auch irgendwie dumm. Schon mal in einem Gericht? Nein. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Oh, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Ich schätze, mein Keller sind bestimmt wieder Sporen. Ich weiß halt auch nicht, wie die Bloater hier eingesetzt wurden in dem Spiel. Ob die oft vorkommen oder wirklich nur so punktuell. So, ich werde erstmal punktuell hier gucken, da ich noch irgendwas bastel. Na gut, Kanister und Sprengstoff habe ich relativ wenig gerade zur Hand. Dann mache ich nochmal hier einen schönen Molotow-Cocktail. So. Oh, verbesserte Gesundheit können wir herstellen. Ja, es wurde auch gleich vorhin angezeigt, wo ich gesagt habe, das machen wir später. So. Buch nötig. So, als nächstes, also wir brauchen noch 13, dann sind wir doppelt so schnell, gerade, also im Lauschmodus. Ja. Tagebuch habe ich auch lange nicht mehr gelesen. Können wir ja gerade mal machen hier. So. Schema, du bewegst dich zu viel, genau. Falsch. Nein, falsch! So rum. So. Wenn ich an ihn denke, sehe ich nur blutende Wunden, den offenen Mund, zerrissene Organe. Alter. Ich werde nicht zulassen, dass sie sich so an mich erinnert. Eher sterbe ich allein. War er am Ende bei dir? Mehr als ich bei ihm war? Ich will nicht nur den Glauben an Schmerz, ich will den Glauben durch Schmerz. Und sie hatte einiges auch durchgestrichen, teilweise. War sie jetzt nicht so ganz sicher, was sie jetzt wie formulieren soll. Okay. Hier ist was echt Übles passiert. Ah, ich habe die Befürchtung, dass hier noch was Übles passieren wird. Kurz den Controller ein bisschen shaken und dann geht es hier weiter. So, weitere Notiz. Sandra. Benny. Die WLF gewinnt. Die Stadt kann jetzt jeden Tag fallen. Und wenn du Fedra nicht verlässt, kann ich dich nicht mehr schützen.
Bis vor kurzem konnte ich beinahe verstehen, warum du noch bei denen bist, aber nach dem Marktmassaker am Donnerstag begreife ich nicht mehr, wie du uns allen Ernstes fehlgeleitete Mörder nennen kannst. Diese Leute wollten nur etwas zu essen für ihre Familien, und seit heute werden Leute wegen Volksverhetzung ausgewiesen. Das ist ein Todesurteil. Hör zu, du hast noch Zeit. Ich werde für dich bürgen. Triff mich um Freitag um 2 Uhr am Rastencafé, allein. Bitte komm, ich weiß, dass es beängstigend ist, aber es ist der einzige Weg. Deine Freundin Sandra. Ihr wart selbst schuld, nehme ich an. Fedra-Soldaten, seh dir die Wand an. Sie wurden exekutiert. Scheiße. Sie wurden nicht nur exekutiert, sie wurden zerfetzt. Vielleicht waren Kugeln noch nicht knapp. Vielleicht hatten sie es verdient. Vielleicht. Na, die WLF, die macht keine Gefangenen, hat man ja am Joel gesehen. Aber wie gesagt, die Ellie haben sie ja gehen lassen. Das Parkhaus. Und die. Das Benzin und den ist Tommy. Da drin, oder? So stand es auf dem Zettel. Dann lass uns da runtergehen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Gerichtsgebäude Seattle, Gebäudeplan. Ebene 3, Magistratsbüro, Bewährungshilfe. Ebene 2, Gerichtssaal des Amtsgerichts, Büro von Richter Salazar, Büro des Staatsanwalts. Das passt ganz gut, denn gestern wurde, glaube ich, Resident Evil 4 Remake veröffentlicht. Wegen Salazar. Ebene 1, Lobby, Büro des Gerichtsvollziehers. Untergrund 1, Tiefgarage der Fakultät. Ich möchte aber nicht. Lass mich raten, die Tür ist abgeschlossen. Wir müssen durch die Scheibe eindringen. Wer rechnet denn mit sowas? Das wird laut. Ich will jedes Mal mit Dreieck einsteigen, ne? In solche Räumlichkeiten jedes Mal. Oh, okay, warte. Da gibt es bestimmt einen Hinweis. Nämlich hier. PrEP. Trainingsbücher enthüllen neue Verbesserungszweige. A Survival Guide for the Silent Majority. Todd Garrett. Vorbereitung. Eine Anleitung zum Überleben für die schweigende Mehrheit. Todd Garrett. Okay. Fertigung. Neuer Verbesserungszweig. Ah. Oh, fertige Verbesserungen für Nahkampfwaffen. Volle Haltbarkeit wiederherzustellen und ihren Schaden stark zu erhöhen. Okay. Das ist interessant. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall machen hier. Weil wir haben das ja schon gesehen. Es dauert halt extrem lange, bis ich dann bei dem Klicker angelangt bin oder bei einem Runner. Und ja, wenn der Klicker sich in der Zeit umdreht, dann habe ich ein mittelschweres Problem. Deswegen ist mir die Nahkampfwaffe erstmal so ein bisschen Wumpe. Ich möchte erstmal, dass die Ellie sich doppelt so schnell bewegen kann. Ah, jetzt haben wir rechts das Symbol, dass wir was herstellen können. Sehr gut. Gut, dass ich das auch mal sehe jetzt. Nach weiß nicht wie viel Stunden Spielzeit. Ah. Und da ist der Code übrigens an der Tafel gerade gewesen. Schätze ich. So, geht's wieder um WLF tatsächlich. Wenn wir es wenden, eine handgeschriebene Notiz. Okay. Bekannte WLF-Agitatoren. Die folgenden Personen sind unsere wichtigsten Ziele bei allen Antiterroroperationen. Emma Patterson, Schmuggelfälschung von Lebensmittelkarten, Volksverhetzung. Jason Patterson, Schmuggel, Volksverhetzung, Terrorismus. Die sind anscheinend eliminiert worden. Marcus Wilson, Schmuggel, Terrorismus. Luis Sanchez, Schmuggel, Terrorismus. Isaac Dixon, den Namen kennen wir schon, Ermordung eines Fedra-Offiziers, Terrorismus, Volksverhetzung, eingekreist. Hugo Gonzalez, Verbreitung von Anti-Fedra-Propaganda. Alison Cole, Ermordung eines Fedra-Offiziers, Volksverhetzung, eingekreist. Die Pattersons und Sanchez sind tot. Dixon ist nachgerückt. Er ist jetzt unsere wichtigste Zielperson, Sergeant Ward.
Erinnerung: Alle von Verdächtigen konfiszierten Gegenstände müssen im Büro weggeschlossen werden. Der Code ist 86 07 22. Wow. Okay, doppelt und dreifach. Oh. Oh! Das könnte nützlich sein. Ja, denke ich auch. Ach, ohne Notiz. Zoomen. Der Typ war ein Fedra-Kommandant oder so. Sie waren der WLF unterlegen und wollten fliehen. Man braucht nicht viele, wenn man so brutal ist. Wir müssen vorsichtig sein. Okay, Jesse. Genau. Es ist auch wieder dumm. Die steht ja ganz am anderen Ende des Raumes anscheinend und spricht mit Ellie. Das habe ich halt gemeint. Deswegen mache ich die Untertitel gerne an, wegen solchen Sachen halt einfach. Nur für den Dienstgebrauch. Federal Disaster Response Agency. Bericht für das Fedra Zentralkommando. Betreff Seattle QZ Gefährde. Zu Händen Captain Paul Douglas. Trotz aller Anstrengungen wird die Seattle-Quarantänezone an die terroristische Vereinigung fallen, die sich Washington Liberation Front nennt. Wir haben ihre Fähigkeiten unterschätzt und zentrale Stellungen in der ganzen Stadt verloren. Die Notstandspläne wurden eingeleitet und wir bereiten den Abzug unserer besten Kräfte aus der QZ innerhalb der nächsten 24 Stunden vor. Ich werde hier die Stellung halten, bis auch der letzte Offizier in Sicherheit ist. Die Protokolle, die ich angelegt habe, werden zeigen, dass ich mein Bestes für diese Stadt und ihre Einwohner gegeben habe. Jetzt sind sie von uns befreit und der Gnade der WLF ausgeliefert. Ich sage es einfach WLF. Wir werden sehen, wie die WLF eine Gemeinschaft von mehreren tausend versorgen und unterbringen kann. Sollen die sich doch um den Unmut in ihren eigenen Reihen kümmern? Sollen die sich doch mit diesen religiösen Fanatikern herumschlagen? Zwangsläufig wird irgendwann irgendjemand sie für jedes vermeintliche Unrecht verantwortlich machen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein. Lieutenant Carmelo Torres. Na, ja, sollen sie doch machen. Wenn sie eh alles besser wissen und können. So, das ist das. Da kann ich jetzt wahrscheinlich aufschließen. Ja. Das wäre so ein geiler Jumpscare gewesen, wenn es einfach da so ein Infizierter gewesen wäre. Ja, das ist genau. Das ist wieder diese Erinnerung. 86 07 22. Jetzt bin ich mal gespannt. Also vor und zurück ist egal, also können wir es auch so machen. Ich habe mein Kabel berührt. Und zack. Oh ja, sieht gut aus. Gut, dann kann ich doch jetzt die Geschwindigkeit tatsächlich schon erhöhen. Das machen wir natürlich mit Freuden. So. Und das haben wir. Achso, normales tödlichen Schaden gegen Gesundheit. Ja, das ist auch nicht schlecht. Da würde ich erst den Zweig fertig machen, den Überlebenszweig, und würde dann auf Fertigung erst gehen. Das erscheint mir nicht so ganz wichtig erstmal. So, Alkohol ist schon wieder voll. Dann, weiß ich nicht, machen wir mal hier. Bei Heilen kann man sich ja mal wieder mal zwischendurch, wenn man kleinere Wunden hat, kleinere Kratzer. Und jetzt? Aha. Ja, das finde ich halt so ein bisschen dumm. Ich meine, das Spiel muss doch merken, dass wir jetzt nicht gerade auf dem, also da in dem Bereich sind, wo wir weitergehen müssen, sondern dass wir doch woanders sind. Dass wir dann einfach einen Tipp bekommen für einen Bereich, der, keine Ahnung, so und so viel Meter entfernt ist. Das ist ein bisschen blöd, aber ist jetzt nichts Schlimmes. Ist ja nur eine Hilfe. Also man ist ja auch nicht gezwungen, auf L3 zu drücken, sich den Tipp anzugucken. Also von daher ist das jetzt nicht so negativ. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Meine Sicht der Dinge. Oh nein. Vorsichtig. Ich will nicht runter, ich kletter hoch. Oh, doch nicht. Ach du Scheiße. Ui. Das habe ich nicht gesehen.